In den Statistiken wird das Jahr 2010 als ein Jahr der Naturkatastrophen aufscheinen. Waldbrände, Tornados vor allem, aber Überschwemmungen und Wasserfluten haben gezeigt, dass die Natur anderen Gesetzen unterliegt, als der Mensch sie ihr aufzwingen will. In der Slowakei war es nicht anders. Die ursprünglichen Regengüsse in den Monaten Mai, Juni und nachfolgend im Juli und August gaben zu erkennen, dass in der Natur etwas außer Rand und Band geraten ist. Aber es war nicht nur die Natur, die solche Überschwemmungen in Hlohovec, Hnúšťa, Nižná Mišľa, in Malé Kozmalovce, in Zvolenská Slatina, Handlova oder Prievidza verursachte. Hier beginnen die Überschwemmungen an diesen trockenen Bächen, denn dies ist kein Waldweg, das ist eigentlich nichts. Es ist nur ein ausgetrockneter Bach. Wenn es regnet, füllt er sich mit Wasser. Wenn es nicht regnet, bleibt er trocken. Einer, zwei oder drei. Wenn wir über den Weg auf die andere Seite blicken, wo es keine solche trockenen Bäche gibt, ist die Natur stabilisiert, es rinnt nichts herüber. Hier beginnen eigentlich die Überschwemmungen. Solche trockenen Bäche, die oberhalb von Kesmark liegen, gibt es etwa 20. Und wenn diese trockenen Bäche Regen aufnehmen, speien sie Wasser. Und ich habe es erlebt, es ist schrecklich. Das Wasser trägt Steine, Rundholz, Langholz und vieles andere mit. Es wischt solche große Löcher aus, die hier sind. Noch klein, in zwei, drei Jahren, wenn solche Regengüsse kommen, werden sie um 3 Meter. Das Bächlein ist noch klein, aber sein Weg ist sehr lang. Oben kann er sich in mehrere kleine Wege verzweigen trennen. Oben gibt es auch Spuren von großen Maschinen, welche die großen Stämme heruntertransportieren, und diese führt die Wasserflut zusammen. Wir wissen es nicht, wie viele Kilometer zusammen auf der einen oder anderen Seite sind. Und wir wissen nicht, wie viele Spuren die holztransportierenden Mechanismen ausgehöhlt wurden. Allenfalls ist es eine große Anzahl. Wenn ich es schaffen würde, bei einem Gewitter solche Wege zu filmen, würden sich die Leute wundern, was da geschieht. Ich habe es erlebt, dem aber keine besondere Beachtung geschenkt. Zu dieser Zeit, als ich Waldwege in den Karpaten baute, wurde mir nicht bewusst, dass ich eigentlich den Leuten sagen muss, was ich erlebe. Und ich muss in der Slowakei Beweise suchen, wie sich dies alles abspielt. Ich glaube, dass nur dieser durchhöhlte Weg, der eine, der zweite, dritte und weitere, die wir gesehen haben, besitzen dazu genügend Beweiskraft. Der Unrat, das Gebüsch, die Holzreste und Steine stammen von diesen Wegen. Wenn wir die andere Seite des Berges beachten, hier regnet es genauso. Aber dort ist alles gesund, rein. Von dort wurde nichts abgetragen, abgeschwemmt. Ich fürchte, dass keine Lösung stattfindet. Wissen Sie, in den abgelaufenen 20 Jahren ist nichts geschehen. Es gibt hier keine Eigentümer. Die Probleme bestehen darin, dass die Dämme nicht gebaut werden und die Arbeit verschoben wurde. Es findet kein Ankauf der Böden für die Dämme statt. Dämme wie Gabčíkovo sind keine Lösung. Sie verzögern wahrscheinlich nur die Überschwemmungen. Beim intensiven Sturzregen wird von den angrenzenden Wegen der Holzabfall von der Holzförderung in die Bäche geschwemmt. Dieser Abfall häuft sich in den Kurven und den Engpässen der Bäche, verklemmt sich und es entsteht ein sogenannter Biberdamm. Er verstopft den Wasserabfluss, bildet kleine Seen, die mit weiteren Sedimenten, Abfällen, Steinen und Erde aufgefüllt werden. Im Tal entstehen mehrere solcher Biberdämme, die nach der Auffüllung in einem Dominoeffekt durchbrechen und verursachen eine Blitzüberschwemmung. Das Gewicht des Wassers wird beim Abfluss durch die Sedimente und Steine vervielfacht. Die Welle der Überschwemmung kann eine Höhe von 5 Meter erreichen und ihre Wucht reißt Bäume mit ihren Wurzeln aus, unterspült Brücken und treibt alles vor sich her, was sie aus dem Wald herausgespült hat. Auch regulierte Bäche tragen dazu bei, die in den Tälern als Toboggan wirken, beschleunigen den Abfluss des Wassers in das Tal. Prispievajú k tomu aj regulované potoky v dolinách, pôsobiace ako tobogány, ktoré urýchľujú odtok vody do údolí.
Das ist einer der Waldwege, der vor 1,5 Monaten die Überschwemmung des Zentrums von Hnúšťa verursachte. Es sind eine Unmenge von Waldwegen. Wir können sie etwa auf 50 und sogar auf noch mehr schätzen. Ich bin mir sicher, dass diese Waldwege eine der Hauptursachen der heutigen Überschwemmungen sind, welche uns so häufig erfassen. Wissenschaftler sollten verfolgen und überwachen, was das Wasser beim Regen auf unseren Waldwegen verursacht. Beim Holzabbau entstehen im Wald nach eingesetzten Maschinen Spuren. Vor 20, 30 Jahren gab es nicht so viele Waldspuren, auch nicht solche Wege von der Holzförderung wie heute. Und tagtäglich entstehen neue, alte werden nicht rekultiviert, sodass das Wasser immer mehr Möglichkeiten hat, aus dem Wald schneller abzufließen. Deshalb können im Falle, dass solche Wege weiter gebaut werden, dass uns diese überschwemmen. Das ist ein Waldweg, der zum Heranrücken des abgebauten Holzes dient. Dieser Waldweg wurde schon lange nicht benutzt und wurde nicht wiederhergestellt. Wenn dies gleich nach der Abholzung geschehen wäre, hätten wir heute kein Problem und das Wasser würde abfließen. Eine Möglichkeit besteht darin, solche Waldwege ohne einen Graben zu bauen, sodass das Wasser gleich unter dem Weg in den Hang und den Bewuchs abfließt. Heute werden klassische Waldwege so gebaut, dass über ein Graben das Wasser schnell in das Tal geleitet wird. Und gerade dieses Wasser ist eines der Beweggründe für die Überschwemmungen im Tal. Es ist umsonst, dass wir in diesen Graben eine Röhre einfügen, im Glauben, dass das Wasser es schnell durchläuft. Aber bei der Geschwindigkeit, welche das Wasser erreicht, überspringt es die Röhre, geht weiter in das Tal, erodiert den Boden und überschwemmt das Tal. Dieser Weg wird nunmehr schwer rekultivierbar, weil er schon ausgewachsen ist. Er könnte aber doch noch ausgebessert werden. Wir schlagen 1 bis 2 Pflöcke links, rechts ein, grenzen sie mit Zweigen und Holzstangen aus dem Wald ab, schütten über sie Erde, setzen Gras ein und rekultivieren es alle 5 bis 10 Meter, entsprechend der Neigung des Abhangs. Das bedeutet, dass das Wasser nun zwischen den 2 Abgrenzungen gehalten wird. Sie wird das Wasser sammeln und es zwischen dem Gehölz zerstreuen und hält sich auf dem Platz. Wenn solche Wege in einem solchen Tempo zunehmen wie heute und alter nicht rekultiviert werden, wissen wir nicht, was uns in den nächsten Jahren und Monaten erleben werden. Ich hörte eine Debatte im 2. Programm des slowakischen Fernsehens, in dem eine Dame aus dem Bereich der Hydrologie meinte, wie könnte man in einer Literflasche 2 Liter Wasser einfüllen, denn so viel Regen war gefallen. Wenn wir diesem Wasser mehrere Gefäße in den Weg stellen, wie ich es auf dem Bild aufgezeichnet habe, werden diese nicht einmal zur Hälfte gefüllt und die untere wird nicht überlaufen. Wir machen das so. Wir bauen Waldwege mit der richtigen Neigung, dass das Wasser schön nach unten über den Weg in das Unterholz fließt. Und so bilden wir jene Gefäße, hier eines, da ein zweites, da ein drittes, viertes, fünftes und 20. Diese Wassermassen müssen wir zerstreuen, denn das Wasser fließt jetzt über solche Wege auch 2-3 Kilometer, gelangt aber überhaupt nicht in das Unterholz. Zum Beispiel, dieser Weg ist ein Waldweg über Mislava, die sich beim Regen in einem Bach verwandelt. Wenn sie 2% mehr Gefälle hätte, würde sie zufrieden vom Bergenhang herunterrinnen. Dort zerstreut es sich und bleibt hier. Die Hydrologen behaupten, dass der Boden durchnässt ist. Aber dies hier ist nicht durchnässt, würde ich meinen. Ich kann noch sehr viel Wasser absorbieren. Und das Wasser fließt aus dem Wald ab. Wenn wir dieses Wasser hier nehmen wollten, so wie ich es nun mache, es verschwand. Sehen Sie, es gibt kein Wasser. Wohin gelangte das Wasser? Wo ist das Wasser? Und wie viel Wasser kommt dahin? Und wie viel Wasser kommt dahin? Und dieses Wasser fließt in die Täler und überschwemmt uns Dörfer und Städte. Ja, so wiederholen sich Überschwemmungen immer von Neuem, obwohl wir Dämme entlang des ganzen Baches im Dorf haben und wir haben den Bach reguliert. Und doch tritt das Wasser aus seinem Flussbett und überschwemmt die exponierten Stellen rund um den Bach. Und es gefährdet die anwesenden Leute, die in der Nähe des Baches wohnen. Sie zerstört uns auch die Straßen. Leider, es ist eine große Naturkraft, die eine riesige Kraft besitzt und alles zerstört, was ihr in den Weg kommt. Bohužiaľ, je to veľký živel, ktorý má obrovskú sílu a ničí, čo príde všetko do cesty. Nachádzame sa na pôde svinky. Wir befinden uns im Quellgebiet der Svinka, genau an der Stelle, wo wir am 3.6. auf diesem Platz 2 Liter Wasser ausgeschüttet haben, die im Waldboden auf diese Wiese in 10 Sekunden versickerten.
Dieses Wasser gab mir Herr Stachowitz aus dieser Hütte und vor zwei Zeugen schüttete ich es auf die Wiese aus und verschwand in zwei Sekunden. Ich muss anmerken, dass zu dieser Zeit eigentlich nach wochenlangem Regen die Wiese bis zu einem gewissen Maß durchnässt war. Also so verschwand das Wasser im Nu. Und so wiederholte es sich, als wir in den Bergen Versuche unternommen haben und sahen, dass das Wasser in 10 bis 30 Sekunden in den Waldboden versickerte. Dort, wo es Abfluss, waren nur verdichtete Stellen, Spuren von den Mechanismen und Waldwege. Überall floss das Wasser in das Tal hinab. Über jede Spur, über welche ein Traktor oder ein schweres Gerät fährt, dort entsteht nach der Niederschlagstätigkeit ein kleines Bächlein. Das Bächlein vertieft sich und das Wasser fließt entsprechend ihrer Gravitationskraft in das Tal. Ich lebe in den Bergen zwei Jahrzehnte und beobachte das Wasser. Nach einem Schauer, nach einem Gewitter und anderen Niederschlagsformen, da der Mensch mit der Natur eng verbunden ist. Unsere Großväter und Väter verstanden das sehr gut. Jeder trug von ihnen, als er den Wald oder das Feld betrat, ein Werkzeug mit sich. Und jenes Wasser, das er davor fand, leitete er in den Bewuchs und an bestimmte Stellen ab. Das Wasser stellte er praktisch ab und es floss aus den Wäldern fast nichts heraus. In unserer Zeit kennen und leiten die Fachleute aus der Wasserwirtschaft dieses System überhaupt nicht. Ihre Tätigkeit ist mit immensen finanziellen Mitteln verbunden, die sie in weißen Hemden und an grünen Tischen verrichten. Es ist nötig, dass man in die Natur geht, mit den Leuten spricht, diese Prozesse beobachtet. Und dann werden auch die Schäden in der Wasserwirtschaft minimal sein. Wir befinden uns an einem der Nebenflüsse der Torysa, im Škapov-Tal, wo Holz abgebaut wird. In dem Wald gab es eine Vielzahl von trockenen Bächen, das bedeutet, dass das Holzmaterial heruntergespült wird und sich an manchen Stellen sammelt und sogenannte Biberdämme bildet. Im Lauf des Abflusses entstehen dadurch große durchbrechende Wellen. Diese Katastrophen sahen wir an allen Orten, wo wir uns bewegten. Ob es sich um die Region von Kisuce in den Bergen von Levoča in Hriňova oder das Gebiet um Svidník handelt. Das ist so gesehen das Ergebnis unserer Arbeit, der Tätigkeit auf den Waldwegen, das Versäumnisse in der Rekultivierung der Gebiete, wo Holz abgebaut wird. Hier sehen wir einen komplett ausgewachsenen Abhang, an dem das aufgehäufte Holz einen Biberdamm bildete. Eine nachfolgende Durchbruchswelle riss den gesamten Hang ab und entblößte ihn. Und dieses Material schoss dem Fluss herunter und kam so wahrscheinlich bis zur Einmündung in den Hornadfluss. Ich bin praktisch jeden Tag in der